Hallo ihr Quirlinge, weiter geht's mit Jax in Elex 2. Wir sind unterwegs in Tavar, waren zuletzt im Leuchtturm und ja, ich kann, glaube ich, mit Fug und Recht sagen, dass hier dieses östliche Ufer dieses Flusses, dass das ganz gut erkundet ist. Ich möchte mir ganz gern mal hier unten, ja, diesen Strand anschauen und auch diese kleine vorgelagerte Insel und dann auch mal wieder zurück nach, also ins Fort, um dort ins obere Viertel vorgelassen zu werden. Das ist uns ja jetzt möglich. Aber fangen wir mal klein an. Oh! Amazit-Ader, hier hinter dem Wasserfall. Wer von euch kannte die schon? Gebt zu, keiner. Sowas finde nur ich. Marker setzen. Hier. Amazit. Aber sowas von. Hinter Wasserfällen können Erzadern sein. Ist das nicht gemein? Okay, da auf diesem kleinen sandigen Eiland ist ein Zelt. Das weckt doch das Interesse von jedem Spieler. Auch von Jax natürlich. Im Sinne von auch von meinem Jax. Und ich will ja gar nicht weiter in die unerkundete Pampa laufen. Ich weiß, dass es ja alles noch interessant ist und gefährlich, aber solange es keinen Gezeitenwurm gibt, interessiere ich mich gerade eher dafür. Können wir da rüber schwimmen, Kaya? Können wir das? In Elex 1 konnten wir schwimmen, glaube ich. Da gab es noch diese Insel in Edan, die so vorgelagert war. Es geht los. Komm mal her, Kritter. Dich nehme ich mit. Oh, ich sehe gerade eine Goldader, eine Schwefelader. Ja, dann hier das nächste Symbol. Für irgendeine Bergbautour, die wir dann mal machen. Irgendwann mal. Da war wohl nichts dahinter. Jetzt kommt, wir schwimmen erstmal zu dem. Das Wasser sieht ein bisschen komisch aus, wenn wir ehrlich sein wollen. Also nicht das Wasser selber, sondern dieser Strand hier. Naja, wir paddeln da mal rüber zu dem ersten Felsen. Falls es irgendwie was anfällt oder uns die Puste ausgeht. Das geht aber alles ohne. Und zwar ohne Schwierigkeiten. Das ist gut. Blick zurück, das ist der Leuchtturm. Eieieiei, das ist statisch höchst fragwürdig. Das wird nicht mehr lange halten. Das kann jetzt schon nicht halten. Also statisch kann es eigentlich nicht halten. Denke ich. Na gut. Wir waren ja schon oben drin, jetzt kannst du runterstürzen, kein Problem. Alter Topf. Was greift uns an? Nichts. Oh. Das ist leichtes Schlossknacken. Das können wir. Ich habe es ein bisschen schwerer gestellt. Ich finde keinen Anfang. Ich will wirklich keinen anfangen. Also die drei in der Reihenfolge, okay. Stehen die jetzt? Okay, so irgendwie. Zwei Dosenfleisch, ein mittlerer Elixitbeutel und 5 Geld. Okay, es war eine leichte Truhe. Sie war abgelegen, aber sie war leicht. Was ist das für ein Container?
weiß niemand so genau. Amazit. Da liegt ein Skelettierter im Wasser. Hat aber nichts dabei. Dino. Mana-Trank. Der Eimer sieht doch gut aus. Der sieht verdammt gut aus. Das ist ein Edelstahleimer. Wer nimmt auf so eine Insel einen Besen mit? Oh! Habemus Sonnenbrüllam! Ist das genau die Sonnenbrille, die ich haben wollte? Nämlich, wo ich Sachen sehe? Sag bitte ja, Spiel. Sag bitte ja. Sag ja, sag einfach ja. Wo ist diese Scheißbrille jetzt? Hier. Ah. Ich kann Gegenstände sehen. Es müsste ich nochmal einen Gegenstand sehen hier. Also, ah, da. Hat sich schon gelohnt. Okay. Ein Kraut zählt als Lebewesen ja eigentlich. Aber wahrscheinlich gibt es eine extra Brille für. Golderz. Ah, da lacht das Looterherz, Jax. Ich hätte nie gedacht, dass wir hier so etwas finden. Ich habe die Schwefel aber gesehen. Keine Sorge. Jetzt kann ich überall, wo wir schon waren, nochmal langlaufen. So, ich habe auch die andere Schwefelader gesehen. Keine Bange. Also hier. Marker 1. Ist an jedem dieser Felsen eine Ader oder ist das jetzt nur an zwei von denen? Hier ist nicht. Dorf ist auch nix. Jax, was wird denn das? Okay, da drüben, die Ader, die habe ich noch gesehen. Hier ist leider nix. Das war ja wohl der Fund der Funde. Finde ich aber gut, dass das an einer Stelle war, die so interessant aussieht, dass man da auch als, ja, als noch kleiner Jax direkt hingeht und nicht erst das Ding im Late Game findet und dann sich verwünscht. Außerdem gibt es, glaube ich, auch mehrere solcher Brillen. Und eine habe ich ganz von alleine gefunden. Sehr gut. Okay, dann wollte ich ja eigentlich in Richtung Strand paddeln. Aber wir bleiben mal immer unten direkt am Wasser. Falls uns da noch was auffällt. Nix dahinter. Und da ist der große Strand. Bisher nur von oben betrachtet. Voller gefährlicher Viecher. In Gothic 3 gab es Schildkröten und Sumpflurker. Strandlurker, hießen die so? Oder Sandlurker, weiß ich gar nicht mehr. In Rissen 1 hätte uns schon der Gezeitenwurm ausgespien. Okay, jetzt sind wir da. Check. Also, ich denke. Na gut, den ganzen Strand haben wir uns noch nicht angeschaut, aber hier unten waren wir. Und hier waren wir überall. Und jetzt würde ich mir gerne diesen Strand anschauen. Ich denke, wir laufen erstmal wirklich am Wasser entlang, bis da, wo die Spielwelt zu Ende ist. Mal gucken, ob da Verstrahlung ist oder wie es da aussieht. Dann haben wir hier diese eine Struktur, die man auf der Karte schon sehen kann. Und ja.
irgendwas zwischendurch, was uns dann schon das Leben kostet. Und die neue Sonnenbrille. Oh, 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 hallo. Fluss kriege ich auch. Oh, gar kein Fluss. Vorsicht. Ich bin vorsichtig. Nicht. Ich habe die Akro. Kaya, du warst dagegen. Oh, das liegt da perfekt jetzt hier. Kaya ist noch fit. Der dürfte sie nicht wegkratzen können. Den holen wir uns einfach. Jawohl, High Five, Kaya. Ich denke, das Strandlooten ist so wirklich ein richtiges Fest mit dieser tollen Brille. Und dass dieses Klopapier trocken ist, das kann mir keiner erzählen. Niemand kann mir das erzählen. Ich glaube auch, wenn man Klopapier, eine Rolle Klopapier, hallo Schädel, im Fass, in die Brandung wirft, ich glaube, das ist nach sehr kurzer Zeit nicht mehr da. Im Sinne von gar nicht mehr vorhanden als Rolle. Kaya, können wir irgendwas für dich tun? Wohl nicht. Können wir sie eigentlich heilen, wenn wir wollten? Also, ich will nicht, aber wenn ich wollte, könnte ich das? In Gothic konntest du den Heiltränke geben. Irgendwie entspannt mich das Rauschen des Meeres. Falls irgendwann mal Frieden auf Magalan einkehrt, würde ich mir gerne ein kleines Häuschen hier hinsetzen. Und dann? Nichts dann. Einfach hier sitzen, den Sonnenuntergang ansehen und alt werden. Aber das ist Träumerei. Zeug. Das ist ein Raptor. Oh, ich kann aber schießen. Wie ein Weltmeister. Wenn er nicht so mit Fauchen beschäftigt wäre, hätte er eine gute Chance gegen mich. Achtung. Wenn ich gerade schieße. Dran denken. Pfeile kaufen oder Pfeile herstellen. Oh, ein Floß oder was sollte das hier sein? Die Blutspuren müssten auch schon weggewaschen sein. Seltsame Stelle. Oh, was hast du dabei? Schlüssel eines Abenteurers. Da unten gefunden. Keine Ahnung, wofür das wichtig ist. Doch nicht etwa für die Truhe da hinten auf der Insel, oder? Wir gucken mal, ob uns die Itembeschreibung noch irgendwas verrät. Dieser Schlüssel lag im Sand an der Küste von Tavar. Das ist ein Missionsgegenstand. Oha! Habe ich wieder Dinge getan, bevor ich wusste, wie mir geschieht. Ich gebe zu, ohne die Brille hätte ich den jetzt wahrscheinlich nicht gesehen. Ich hätte das Skelett zwar gesehen, aber der Schlüssel ist ja so klein. Den kannst du übersehen, aber es hat ein bisschen geleuchtet. Und schon tue ich hier den Dingen vorweggreifen. Ich sehe einen Schatten. Wobei, der ist eigentlich nicht so schlimm. Achtung! Kaya, hast du ihn im Griff? Kaya! Kaya, ich kann das nicht ewig! Vorsicht! Oh mein Gott, die treffe ich ja nie. Ich treffe ihn in den Fuß. Ehrlich? Au, 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 au. Jax, das dauert alles viel zu lange. Kaya, trifft bitte. Ah.
Ich werde die Akku nicht los. Hey, Kaya trifft. Ich kann ja auch nicht so weit nach oben die Kamera halten. Ah. Das ist viel besser. Puh. Den gleich noch. Es geht los. Das war unser erster fliegender Gegner, ein Sturmwaran. Ich weiß, es gibt auch die Möglichkeit, mit dem Jetpack dann in der Luft zu schweben irgendwie, aber ich glaube, davon bin ich, was den Jetpack-Treibstoff angeht, noch weit entfernt. So, wir nähern uns der Stelle, wo auf der Karte so eine Mauer ist, eine Ruine oder dergleichen. Da könnten besondere Viecher sein. Bisher keine Strandhöhle. Nein! Flusskriecher. Klasse. Bleib hinter mir! Okay. Die Flusskriecher gehen dann auf Kaya, wenn ich sie in langer, gerader Linie angreife. Das ist verdammt gut. Wir haben schon wieder zwei Drittel knapp des nächsten Levels voll. Jax, Mensch, bleib hier oben. Lass uns kurz schauen. Wir kamen daher. Kaya, wackel nicht so. Und wo ist die Ruine? Ach, die ist noch viel weiter hinten. Das habe ich hier schon gesehen. Ich hätte gedacht, da wäre was. Aber das sehen wir auf dem Rückweg. Kaya, du machst mich wahnsinnig. Und zwar dann, wenn wir an der Felswand entlang zurücklaufen. Ist das da die Ruine, die ich meine? Das ist sie wohl, ja. Das ist postapokalyptisch. Oh, eine Spumpfsinne. Aber die sollte ja eigentlich kein Problem mehr sein. Achtung! Kaya? Kaya? Oh. Na, das läuft doch gut. Die hat so ein paar Sounds wie so ein Minecrawler, habe ich den Eindruck. Und ich glaube, das ist Absicht. Genau wie die Platzierung der Schwefelader. Da oben habe ich noch was krabbeln sehen. Da könnte noch eine sein. Das ist nur ein Kritter. Kaya hat er dich getroffen. Hast du selber noch Vorsicht gesagt? Starkes Heilkraut. Ich bin ja erstaunt, dass Tilas uns nicht gebeten hat, irgendwelche Kräuter zu suchen. Das wäre doch naheliegend gewesen.
Oh nee, ist da jemand drin? Das Erkunden geht jetzt viel schneller, weil ich jetzt an manche Ecken gar nicht mehr gucken muss, weil ich von weitem sehe, dass da nichts liegt. Wir gucken erstmal ans Weltenende. Wie wächst denn... Also komm, Leute, ehrlich, hier wächst niemals ein Wiesenkraut. Das ist Salzwasser und das... Oh, echt. Das, da könnte angespürter Seetang liegen. Oder was weiß ich. Übrigens wird hier ziemlich wenig angespült. Keine Muscheln, keine Quallen, keine toten Fische. Scheint irgendwie der Meeresfauna auch nicht so gut zu gehen. Und wieder hat es Kaya geschafft, die Akku zu ziehen. Und wieder muss ich sie genau dafür loben. Und ich habe nur noch 91 Pfeile, ich hab's gesehen. So, wir sind dem Kartenrand sehr nah. Ist es hier wieder irgendwie verstrahltes Gebiet oder was ist jetzt hier? Oder geht's einfach nicht weiter? Wir sind jenseits der Karte. Aber da ist noch eine Glutfliege. Vorsicht! Ach, die treffe ich doch nie. Ich treffe die nicht. Vergiss es. Hinter mir. Oh. 120 geben die Viecher echt? Also, wir sind außerhalb der Karte und es gibt hier noch Viecher und es gibt keine Verstrahlung, keine unsichtbare Wand. Keinen Gezeitenwurm, der uns zurückwirft. Keinen Rückteleport. Das ist interessant. Denn das lässt mich glauben, dass es hier außerhalb der Karte noch Dinge geben könnte, die man sich besorgen kann. Ja, wir sehen schon gar nicht mehr den Jacks-Marker. Okay, hier wird es dann kalt. Verstehe, verstehe, verstehe. Ich würde da jetzt nicht grundlos reinrennen. Wenn ich was sehen würde, von wegen, da hinten ist irgendwas, dann könnte man sich überlegen, ob man mit entsprechender Frostresistenz und hochgebufft und hochstufig dann versucht, das zu holen. Aber grundsätzlich würde ich es nicht tun. Ah, hier ist Verstrahlung. Kalt oder Verstrahlung. Verstehe. Was war denn das? Was war ich das? Okay, du kannst auch so runterrutschen. Jax, komm schon. Ich möchte wenigstens mal auf den Felsen hoch, um zu schauen, wie es da dann aussieht. In dem verstrahlten Gebiet. In dem eiskalten verstrahlten Gebiet komme ich hier noch hoch. Ungestraft. Ja. Okay, hier ist dann kalt. Oh, Vorsicht, Vorsicht! Runter hier! Das geht nicht lange gut. Ich weiß. Ich bin ja schon auf dem Rückweg. Okay, Felsspitze kalt. Vergiss es, meine ich. Wir gehen zurück. Oder wir schlittern zurück. Ist mir auch recht.
einmal auf diesen Felsen. In der Richtung vermute ich ja, dass es ja gut geht, wenn ich da oben bin. Sind wir schon wieder auf der Karte? Nein, noch lange nicht. Wobei, da ist ja schon... Wo sind wir denn jetzt? Wir gucken doch jetzt hier irgendwie da schon so rein. Da ist bestimmt eine Höhle. Der Felsen und der Kleine hier rechts, die wecken mein Interesse. Die schaue ich mir noch an. Und dann geht's zu diesem... Wellblechverschlag. Nix. Lange nichts gefunden, vor allem keine Pfeile. Da sind wir wieder. Wir sind wieder in der Welt. Der unverstrahlten solchen. Und finden keine Erzbocken. Oh. Heilkraut. Da war doch noch was. So, jetzt aber zurück hier. Wir gucken erstmal von oben rein. Das ist taktisch günstiger, als da einfach dumm reinzulaufen. Es könnte ja auch vermintes Gelände sein, aber die wahrscheinlichere Variante ist, dass da drin einfach irgendwie ein Vieh rumläuft. Oder auch gerne mal 2 bis 3. Da ist jemand. Logan. War Logan nicht der Boss der Outlaws? Okay, mit dem sollten wir reden. Das dürfte durchaus friedlich abgehen. Der könnte sich, müsste sich, dürfte sich, sollte sich an uns erinnern. Hier ist überall Vogelkacke. Ah ja, liegt einiges rum, verstehe. Ist auch logisch. Also Logan dürfte uns erstmal... nichts auf den Zeiger gehen. Und wenn wir in der Kracherstadt bei Dexter sind, dann wird es bestimmt heißen: Töte Logan! Ich weiß nicht, wo er ist. Finde ihn, schalte ihn aus. Bist du Nesty? Nein, oder? Nein, das ist nicht Nesty. Auf keinen Fall ist das Nesty. Lässt du uns hier rein? Ich habe gerade keine Zeit. Warum hast du denn keine Zeit? Ah, was ist... Ja, hier sieht's noch nach Tavar- und Outlaw-Gebiet aus Elex 1 aus. Wahrscheinlich hat sich Logan hierhin geflüchtet, um in Erinnerungen zu schwelgen. Es ist zwar Meeressand oder Meeresstrandsand und kein Wüstensand, aber es sieht auf den ersten Blick gleich aus. Das ist Stehlen. Die leere Plastikflasche aufzuheben ist Stehlen. Das ist ja nicht zu glauben. Nun gut, Logans Leibwache. Ach du Scheiße. Du schon wieder? Wieso wusste ich, dass ich deine Visage hier irgendwann sehen würde? Logan, wie ich sehe, hast du deine Leute im Griff. Aus deinem Mund klingt das fast wie eine Beleidigung. Vor allem, wenn man bedenkt, was wir schon alles zusammen durchgemacht haben. Tatsächlich? Ich kann mich nicht daran erinnern, in welcher Grube wir zusammen gebuddelt hätten. Aber ich? Alles, woran ich mich noch erinnern kann, ist, dass du mich in der Gegend herumgescheucht hast, als du noch der Duke von Tavar warst. Ja, und ich habe den leisen Verdacht, dass du, Mistkerl, an meinem Sturz nicht ganz unbeteiligt warst, nicht wahr? Unsinn, du weißt genau, dass ich nichts damit zu tun hatte. Die Berserker haben dein Fort überrannt und dich aus deiner eigenen Stadt gejagt. Zu diesem Zeitpunkt war ich nicht einmal in der Nähe. Tatsächlich. Na dann,
Nichts für ungut. Ich kann jemanden wie dich trotzdem nicht leiden. Du hast mir zu viel Rückgrat und zu viel in der Birne. Warum tust du uns beiden nicht einen Gefallen und verschwindest wieder, bevor die Sache hier noch eskaliert? Können wir machen. Was machst du eigentlich hier an der Küste? Du interessierst dich für meine Geschäfte. Das solltest du besser nicht. Die Gegend hier ist mein Gebiet. Ich kann so einen Klugscheißer und möchte gern Helden hier nicht gebrauchen. Das ist eine tolle Gegend, die dein Gebiet ist. Was gedenkst du gegen die fremden Eindringlinge zu unternehmen? Diese lila Freaks, meinst du? Ja, ich weiß. Es sind neue Spieler in unserer Welt erschienen. Aber bevor ich nicht mit ihnen verhandelt habe, kann ich mir noch keine Meinung über sie bilden. Mir sind sie hier unten noch nicht sonderlich auf den Sack gegangen, also warum sollte ich mich mit ihnen anlegen? Du bist doch immer derjenige, der die großen Dinge bewegen will. Wie wär's denn, wenn du dich darum kümmerst? Obwohl ich dir ehrlich gesagt immer noch nicht ganz abkaufe, dass du damals den Hybriden bezwungen haben willst. Ich glaube ja nicht einmal, dass du wirklich im Eispalast gewesen bist, nachdem die Schlacht von Xakor tatsächlich geschlagen war und die Alps ihre Waffen niederlegen mussten. Was du glaubst oder nicht, ist mir egal. Aber gut zu wissen, dass man auf deine Unterstützung im Ernstfall nicht bauen kann. Dann ist damit alles gesagt. Ich würde vorschlagen, du verpiss dich wieder, bevor ich es mir anders überlege und dir nicht doch noch die Haut abziehe. Also ich finde ja, er hat empathisch sehr nachgelassen und ich finde auch, dass Baxter jetzt eine sehr gute Chance hat, mich auf seine Seite zu ziehen, nach der Vorstellung. Wie soll ich Licht einschalten? Ja, ist okay. Er hat Bilder an der Wand. Ich glaube, ihr seid alle nur leidwach, ne? Seine Schwester war doch Nasty, oder? Wo ist denn die wohl? Die ist bestimmt noch bei Red im Vorgebiet. Ich glaube, die konnten miteinander, die beiden. Das ist stehlen. Okay, also hier ist ja wirklich gar nichts. Ja, nicht mal eine Truhe. Nicht mal eine Truhe mit Dingen. Alles andere, ja. Also, der ist doch wirklich ein Opfer jetzt, oder? Nach der dummen Geschichte gerade muss Baxter nicht viel Überredungskunst aufwenden, um mich davon zu überzeugen, ihn über die Klinge springen zu lassen. Aber dann ist Nasty böse. Dann ist er halt böse. Wenn Nasty einen Grund haben möchte, böse zu sein, dann findet sie immer einen. Kann aber auch sein, dass Nasty uns auf eine Mission schickt, mit ihm irgendwas zu klären. Das ist alles möglich. Hier habe ich eine Ader erspäht, die würde ich gerne markieren. Und dann an der Felswand zurück. Können wir mal gucken, ob es unten und oben irgendwas abzustauben gibt, ob es irgendwo eine Höhle gibt. Lang und groß genug ist der Strand, ja. Oh. Aber Glück gehabt. Also hier oben an der Wand ist ja so gerade mal gar nichts. Huh? Dann müssen wir wohl unten nochmal durch die Mitte zurück. Keine Höhle, ehrlich. Es gibt ja bei den Markern auf der Karte, die man setzen kann, gibt es ein Höhlensymbol. Das habe ich ja schon mal benutzt. Wenn es ein Höhlensymbol gibt, dann sollte man ja meinen, dass es genug Höhlen zu entdecken gäbe, damit man dann auch genügend Höhlen hat,
die man nicht einfach erkunden kann, weil ein mächtiger Grottenolm sich eingenistet hat und gerade Brutzeit hat. Und man deswegen auf der Karte die Höhle markieren muss, damit man sie wiederfindet. Aber irgendwie nicht so wirklich. Ich sehe einen Teleporter, das ist gut. Oben hat irgendwas gekräht. Oh, es kräht ja überall. Jax, komm schon hoch. Scheiße. Ja, ja, ja. Warum mache ich für Dawkins diesen Mist? Ich habe ja keine andere Wahl, wenn ich nicht elendig verrecken will. Genau deswegen. Es ist übrigens nicht gesagt, dass Dawkins dich nicht vergiftet hat, um genau das zu erreichen, dass du für ihn arbeitest, Jax. Überleg mal. Ja, du bist irgendwie abgestürzt, aber hatten dich diese Viecher vorher eigentlich gebissen? Ja, sie hatten dich gebissen, aber... Ist das Gift, was du jetzt hast, in dir hast, ist das wirklich von denen? Dawkins stand tagelang über deinem bewusstlosen Leib. Er hätte alle Zeit und Möglichkeit der Welt gehabt, dir was einzuimpfen. Aber wahrscheinlich denke ich dazu paranoid. Guck, guck, Beißer. Oh, Beißer können fliegen, wie wir gerade gesehen haben. Wir gehen nochmal so die Mitte des Schreins entlang hinter zu Logans Lager und dann können wir uns von da aus zurück teleportieren ins Fort zum Beispiel. Wenn ich noch irgendwas Interessantes finde, aber so langsam glaube ich daran nicht mehr. Es ist ganz viel Strand, ganz viel Felsen, ganz viel Platz und irgendwie... Naja, gut, er ist halt abgelegen. Wenn mir die Macher von Galan klar machen wollten, dass Logan wirklich ganz weit abgelegen sich zurückgezogen hat, dass er auch nicht zufällig gefunden wird, dann ist ihm das gelungen, aus der Tour. Aha. Dann ist ihm das gelungen. Aber der Strand ist noch recht leer. So, hier haben wir den Strand betreten, genau. Jetzt nochmal so auf mittlerer Höhe zurück und dann haben wir bestimmt das meiste gesehen. Hier liegt nichts rum, echt. Ein Schlafsack am Strand. Ah, ist das die Truhe des Abenteurers? Weil ich sie aufschließen kann. Berserkerkleidung. Geschicklichkeitsmodifikator, Bier, Kartoffel, Wasser, sandiges Tagebuch. Das ist die Truhe für den Schlüssel des Abenteuers, den wir am Strand gefunden haben. Und was will uns dein Tagebuch erzählen? Auf zu neuen Abenteurern. Baxters Jungs haben mir schon wieder mein Camp verwüstet. Mich nachts zu dritt zu überraschen, ist echt arm. Das war schon das zweite Mal. Jetzt reicht's. Ich habe mein Lager nun ans Meer verlegt. Hier sollten sie mich nicht mehr finden. Schöner ist es hier vor allem auch. Ob es auf der anderen Seite des Wassers auch so ruhig ist? Am liebsten würde ich mir ein Boot bauen und übers Wasser fahren. Weg von den ganzen Idioten. Mein Opa hat mir mal erzählt, wie er sich als kleiner Junge mit seinen Freunden ein Floß gebaut hat. Die sind damit die Flüsse hoch und runter geschippert. Hätte ich damals nur besser aufgepasst, als es ins Detail ging. Aber wenn der das hinbekommen hat, schaffe ich das mit Sicherheit auch.
Ich nehme alles zurück. Nur mit Baumstämmen, die man zusammenknotet, funktioniert der Scheiß nicht. Alles auf Anfang. Die Vorräte für die Überfahrt sind auch schon halb aufgebraucht. Anscheinend habe ich doch mehr gegessen als gedacht. Also werde ich wohl wesentlich mehr Proviant sammeln müssen. Und schließlich, als ich heute Morgen ins Meer pissen wollte, schwamm eine leere Tonne an mir vorbei. Warum bin ich nicht selbst drauf gekommen? Ich ziehe mal los und besorge mir welche. Die Tonnen binde ich unter die Baumstämme und dann schwebe ich über das Wasser. Bevor ich losziehe, verstaue ich lieber noch meine Vorräte. Letzte Nacht sind ganz in der Nähe wieder Monster durch die Gegend gezogen. Naja, also wir haben einen Geschicklichkeitsmodifikator. Ach, lassen wir das mal so. Im Moment sind Lebenspunkte immer noch das Wichtigste, was ich mir nicht leiste. So, dann sperrt die sonnenbebrillten Augen auf, ob wir hier noch irgendwas einsammeln können. Aber wieso war das ein Missionsgegenstand? Vielleicht, wenn ich die Truhe gefunden hätte, wäre vielleicht eine Mission gestartet, aber dann hätte ich auch jetzt die Mission erledigen müssen. Habe ich den Schlüssel eigentlich noch? Oder ist er jetzt weg? Ist er aufgebraucht? Nee, er ist noch da. Keine Ahnung, was mit dem Schlüssel jetzt noch los ist. Der Strand Tavars bei Nacht. Ah, hier unten war ich ja. Ich muss ja eigentlich da oben lang. Ganz oben war ich, da ist der Teleporter. Boah. Da unten ist ein toter Flusskriecher. Oh, ja, ja. Ich denke, das kann ich mal alles abstreichen. Gedanklich und auf meiner Liste. Hier ist nicht mehr wirklich was übrig. Außer dieser dicken Pflanze hier. Dann mal Memo an mich selbst. Ich denke, dass wir uns den ganzen Strand, dass wir uns den gut abstreichen können. Hier noch einmal hier auf mittlerer Höhe bis dahin. Und dann denke ich, waren wir hier ausreichend. Direkt unten am Wasser ist das Gelände ja sehr, sehr gut einsehbar. Wenn da irgendwas liegt, dann sieht man das auch ohne Brille gut. Oben an der Kante war ich. Jetzt auch in der Mitte. Was hat da noch fehlen? Was soll da noch fehlen? Ah, das könnte noch fehlen. Wobei, da waren wir doch von oben kommend schon, richtig. Oder? Nee, waren wir nicht. Waren wir nicht. Elextrank, Speere, Knoblauchbrot und... Jetzt komm schon. Ein Messer. Mhm. Da oben ist meine Markierung. Schon wieder. Meine Güte. Also so weit unten war ich dann wohl doch noch nicht neulich. Womit bezahlt Logan eigentlich seine Leibwachen? Ja,
hat eine ganze Menge davon. Was fressen die? Ich habe niemanden gesehen, der sich darum kümmert, irgendwie Fische zu fangen oder sonst irgendwas Nützliches zu tun. Oh. Goldader. Na, so ganz erkundet scheint der Strand doch noch nicht zu sein. Denn hier wächst was, Mensch. Ja, eigentlich wollte ich ja noch in Richtung des oberen Viertels des Forts, aber irgendwie sagt die Episodenlänge, das ist nicht mehr so eine schlaue Idee, weil da könnte ich ja ansonsten welche Gespräche rein verwickelt werden, direkt, und es ging die Papagei hier irgendwo. Und das möchte ich schon nicht gerne auseinanderreißen, sondern alles am Stück bearbeiten. Es werden Aufträge beendet, es werden Aufträge gestartet. Und die führen mich ansonsten hin. Dann war es wohl doch wieder eine reine Erkundungsepisode. Gut, wir haben den berühmten, berüchtigten Logan gefunden. Ja, vielleicht schickt uns ja auch Red aus, um ihn einen Kopf kürzer zu machen. Wenn gleich Baxter ja die größere Bedrohung zu sein scheint. Ja. Hier oben waren wir und dann denke ich mal, dass wir jetzt wirklich den ganzen Strand erkundet haben. Wie immer, wenn noch irgendwas Wichtiges fehlt, sag gerne Bescheid. Hier ist eine Ader. Hä? Hier, wo ich jetzt direkt bin, in der Mitte des Radars, habe ich eine Markierung. Wofür soll die denn sein? Genau hier unten. Ich sag jetzt nicht, dass die Markierungen verrutschen. Das wäre jetzt echt uncool. Ach, das ist meine... Das ist meine Goldadermarkierung. Naja, die ist dann wohl nicht ganz so... Nicht ganz so zielsicher gesetzt worden, aber egal. So, dann. Also, es soll ins Vorgehen. Weil ich jetzt die schicke Brille aufhabe und nicht möchte, dass ich da zu später Nachtstunde hinlaufe, werde ich jetzt ein bisschen Tempo machen. Ich laufe jetzt per Pedes hier so die Straße lang, dann hier so irgendwie dran vorbei, das haben wir alles schon erkundet, laufe dann hier rein und hier hoch und dann bin ich ja im Fort drin. Das gebe ich euch noch in einer kleinen Beschleunigung und schau mal dann mit der Brille, ob ich da irgendwas finde. Und weiter im Vor geht's dann im nächsten Teil. Tempo und bis dahin.